Ein Wetter zum Verlieben. Verlieben? Verhungern, ja? Ist das denn zum Morgen oder denn zum Mittag? Beides. Aber das sollten Sie jetzt langsam wissen, Herr Fischer. Wie viele Tage habe ich heute eigentlich? Der sechste. Aber ich habe gemeint, am sechsten gäbe es den. Erst Abend. Wenn ich das noch erlebe. Aber, Herr Fischer, bei Ihnen lebt noch alles. Probieren Sie es einmal mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Hätten Sie gerne. Nein, Herr Fischer, müssen wir zuerst mal den Puls messen. Anordnung vom Herrn Dr. Schlenk. Er will sicher sein, dass er mich bald umgebracht hat. Kein Mensch hat Sie gezwungen, die Kur da zu machen. Aber jetzt haben Sie mal A gesagt, jetzt müssen Sie auch B sagen. B. Ihre Zunge ist ein bisschen beleidigt. Das müssen Spinnwuppeln sein. Wenn Sie auf die Toilette gehen. Die Urinprobe kann sich der Doktor sparen. Ich brünzle nur noch Zitronensaft. Wir sind heute, glaube ich, mit dem falschen Bein aufgestanden. Was heisst denn da mir? Nur ich? Sie haben ja gestern Abend nicht wollen hier bleiben. Ihr Puls scheint völlig in Ordnung zu sein. Sie können aufstehen. Nein, kann ich nicht. Ich bin schwach. Aber, Herr Fischer. So eine schlechte Laune an so einem schönen Tag. Oh, Sie haben ganz feines Haar. Das ist das Einzige, was bei mir abnimmt. Das sehen wir jetzt dann gerade. Stellen Sie bitte auf die Waage. Hauchen Sie mich einmal an. Wieso? Sie schmecken so fein nach Speck und Spiegeleier. Kaum. Wir leben da in vegetarisch. Dann müssen wir euch aber mit einem Speckduftspray eingespritzt haben. Nicht zum uns quälen. Sie sind unmöglich. 2 Pfund leichter, gratulieren. Komm ich jetzt in Ordnung über? Ein Goblet wäre mir lieber. Trinken Sie jetzt das? Hä? Dann sterbe ich lieber. Wenn Sie nicht kooperativ sind, dann muss ich den Doktor holen. Ja gut, bin ja kooperativ. So ist brav, Herr Fischer. Üben alle Immobilienhändler mit Monopoly. Nichts verschieben. Das Spiel ist noch nicht fertig. Mein Zimmernachbar, der Mörgli, die Nervensage. Sie hat gemeint, da können wir mit dem einteilen, aber nicht mich, ja, weiss ich. Den bringe ich heute mit dieser Partie noch unter den Boden. Apropos, wie viele Leute sterben in dieser Klinik so im Schnitt? Da innen stirbt niemand. Im Gegenteil. Wer da rauskommt, fühlt sich wie neugeboren. Man macht so eine junge, hübsche Frau in so einer trostlosen Gebärklinik. Den Lebensunterhalt verdient. Ja, aber doch nicht an so einem grässlichen Ort, so ein aufgestelltes, reizendes Wesen, wie Sie es sind. Da innen finden Sie doch nie den richtigen Mann. Haben Sie schon gefunden? Sind Sie verheiratet? Gsi. Geschieden? So ist das. Was war Ihr Mann? Ehebrecher. Wem von Beruf? In der Freizeit war ein Zahnarzt. Ein magerer, vegetarischer Zahnarzt. Ein dicker, geiler Zahnschlosser. Aber lassen wir das. So, ich muss weiter. Und Sie sollten zur Gymnastik. Nein, streiken. Sie brauchen unbedingt mehr Bewegung. Wieso eigentlich? Mich tragen Sie einen Weg in einer schwarzen Kiste zu dem Haus aus. Das ist nicht nötig. Wenn Sie da innen sterben, dann schicken wir Sie in einem langen, schmalen Kuvert heim. Schwester Silvia, warum bringen Sie jetzt heute Abend nicht einmal den Zimmerschlüssel mit? Dann machen wir eine Party hier auf dem Zimmer. Nur wir zwei. Mit Zitronensaft und mit Mineralwasser. Der Chef hat es nicht gern, wenn sich unsere Gäste einschliessen. Wenn mal ein Unglück passiert. Aber was soll denn passieren? Mit einer Pflege, wie Sie eine sind. Aber Herr Fischer. Der Dr. Schlenk. Schlenk. Ja, von mir aus Schlenk. Der will doch, dass ich abnehme. Sicher? Und Sie wollen doch das auch. Natürlich, darum müssen Sie sich an unsere Vorschriften halten. Und die nützen bei mir noch nichts. Jetzt habe ich aber gelesen. In einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Jetzt müssen Sie aber mal hören. Da. Bei einem einzigen Liebesakt
verliert ein Warmblüter 365 bis 437 Kalorien, ein Kaltblüter 298 bis 324. Bei Insekten ist es weniger. Zum Beispiel das Bestäuben einer Butterblume. Warum lesen Sie mir das vor? Silvia, Sie sind doch eine Warmblüterin. Momentan ohne Mann. Und ich muss abnehmen. Ich brauche Bewegung. Und darum habe ich. Herr Fischer, ich bitte Sie. Sie mögen mich doch nicht bitten, ich bin zu allem bereit. Die Klinik kommt zu einem sensationellen Erfolg. Und Sie können Ihrem Chef ausrichten, Sie können Ihrem Chef ausrichten, dass er von mir in meinem Alter keine so halsbrecherische Turnübungen mehr verlangen kann. Abgesehen davon ist die Stellung ja völlig missverständlich. Was meinen Sie eigentlich, was meine Frau würde denken, wenn sie jetzt so etwas gesagt hat? Guten Morgen, Goldschatz. Wie geht's? Etwas Blödes kannst du nicht fragen in dieser Situation. Nein. Ihr Puls scheint völlig in Ordnung zu sein. Es braucht halt ein bisschen Geduld, Herr Fischer. Einfach Geduld haben. Frau Fischer? Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass es bei dir Geduld braucht. Sag nur nicht, das sei die üblichen Behandlungsmethoden. Wie die da vorhin mit dir umgegangen ist. So gut, Jolanda. Fangen Sie dann morgen früh schon wieder an mit Ihren ewigen, haltlosen Verdächtigungen. Sie wollen doch Geduld haben, bis ich endlich mal ein bisschen etwas zu essen bekomme. Irgendeinen so einen kalorienfreien, geschmackfreien Fraß. Du bist zum Abnehmen hierher gekommen. Ja, zum Abnehmen. Aber nicht zum Verhungern. Ich habe nicht schlafen mit einem leeren Ranzen. Die ganze Nacht 10 Minuten vielleicht, ja. Und die 10 Minuten habe ich von einer Berner Platte geträumt. Leg mich zuerst mal an. Von derigen Würst habe ich geträumt. Von so einem Schinken. Warum probierst du nicht einmal den Pulli, den ich dir gekauft habe? Wollte ich nicht aussehen wie ein Zebra? Seit wann tragen Zebra Kaschmir? Und warum trägst du ewig den blöd lächerlichen Fahne? Siehst ja aus wie Madame Butterfly auf dem letzten Flug. So schnell etwas ja, das ist alles leid, alles. Jetzt hör mal auf klönen. Du brauchst deine Therapie und Pasta. Ja genau, du sagst es. Pasta brauche ich, Pasta Schutta. Spaghetti Carbonara, Lasagne al Forno, Ravioli Pomodoro, Tagliatelle Alfredo, Kackerts und Hörnli. Aber nein. Da bin ich ja ausgehungert. Da bin ich gerubbelt und knackt und durchgespült und abgespült. Das ist keine Klinik, das ist eine Folterkammer. Dummes Zeug. Der Doktor hat gesagt, du brauchst Ruhe und Erholung. Und vor allem müsstest du abnehmen. Stimmt's? Also für das Geld, das ich da Ihnen für nichts ausgebe, könnte ich mir Ferien leisten auf einer Südseeinsel. Aber first class! Dann verreis doch auf deine Insel. Isst zu viel, trinkt zu viel und warte auf den ersten Herzinfarkt. Hock den ganzen Tag am Telefon und mach deine Geschäfte. Da habe ich nicht einmal mehr genug Kraft, um mir am Telefon einen Kranz zu bestellen. Wenn man endlich auf den Dr. Schlenk los ist, brauchst du einen. Ja. Dein vergötterter Herr Dr. Schlenk, ja? Unser grosser Erretter, Halleluja! Der Mann hat wahre medizinische Wunder vollbracht. Denk nur an die Leber von der Frau Hürlimann. Oder an die Nieren von Herrn Hablützl. An Leber und Nierli denke ich prinzipiell nur im Butter angezogen mit Böllen und Kräutli. Schreiss dich nicht zusammen, Edi. Heute Abend gibt es etwas zu essen. Ja. Oder auch nicht. Schon sicher. Wir sind in der sogenannten Nullwoche am 6. Tag. Da gibt es die Ration 06. 06 habe ich schon lange. Eduard, bitte. Das ist bezeichnet für die erste feste Mahlzeit. Es gibt Joghurt. Sie machen ihn selber aus Geissenmilch. Von mir aus können Sie ein pasteurisiertes Meersäule machen. Ich brauche ein Mockenfleisch. Was heisst ein Mocken? Ich brauche ein ganzes Rinderherz. Hör mal auf, vom Essen zu reden. Wem winkst du? Am Mörgeli. Juhu! Ja, musst du im Doppel noch juhu. Er säckelt doch sicher wieder in seinem Trainer im Garten. Nimm ihn nur als Vorbild. Ah, schau jetzt, was habe ich gesagt? Schönen Tag, Herr Mörgeli. Herr Mörgeli, tut gut ein bisschen umspülen, gell Sie? Wenn Sie Zähne sehen, wenn Sie ein Spiegel nehmen, dann finden Sie schon. Edi, bitte! Ein bisschen Tonne würde dir auch nicht schaden. Der Nächste, der mir da rein sagt, was mir schadet und was nicht, der verwirrt dich.
wenn ich noch Kraft habe dazu. Ich gehe jetzt in Whirlpool. Nachher habe ich eine Massage und dann bin ich beim Coiffeur und zur Maniküre angemeldet. Nimm du ab, ich bin schwach. Ja, Fischer, sicher, ich bin's. Wie geht's dir heim? Oh, ist da hervorragend. Dein Vater sieht von Tag zu Tag besser aus. Er hat schon 5 Kilo abgenommen. Ja, er ist da. Wieso? Nein, lass mich, es hättest du jetzt nicht mit geschäftlichen Problemen belastet. Komm, gib mir! Das ist mir gleich. Der Doktor hat gesagt. Ja, Michael, wie geht's? Alles gut. Doch, ist schön da. Schwunder prachtig. Wenn du gerne Zitronensaft hast, musst du auch mal kommen. Der Mutter, ja, der geht's blendend. Ja, die sieht fantastisch aus. 10 Jahre jünger, schlank wie eine Gazelle. Im Profil kann man sie noch knapp sehen. Doppel. Also, jetzt kommt zur Sache, Michael, wie geht's? Was der Bachmann hat angerufen? Der kauft das Land. Komm, das ist ja grossartig, he? Was wegen der Baubewilligung? Du weißt doch selber, dass das kein Bauland ist. Der Bachmann weiß es nicht, das ist die Hauptsache. Was willst du denn darauf aufmerksam machen? Ja, sag mal, bist du eigentlich voll ein guter Geist verloren? Nein, das ist gar nichts. Willst du auf dem Grundstück hocken bleiben? Was heisst da unlauteres Geschäftsgebaren? Nein, du machst, was ich gesagt habe, sonst hast du Konkurrenz geschaffen. Ende, Trottel. Du sollst nicht so reden mit dem. Ist es mein Sohn oder deiner? Deiner, aber ich liebe ihn. Da krampft man ein Leben lang. Da spart man sich jeden Biss vom Maul ab. Nur damit der Herr so eine seriöse Firma kann erben kann. Was macht der Schuppel? Der ruiniert mein Geschäft mit seinen ethischen Grundsätzen. Zu einem ist doch auch so ein Töchter. Der Michi ist ein anständiger Mensch. Abgesehen davon hast du selber immer gesagt, er müsse einen anständigen Beruf lehren. Ein anständiger Mensch und ein anständiger Beruf hat nichts miteinander. Im Gegenteil. Der Michi ist jetzt mal kein Geschäftsmann. Er ist mehr Künstlernatur. Er malt doch so schön. Wenn er wenigstens Radierungen machen würde, die könnte ich brauchen in der Buchhaltung. Ich gehe jetzt runter. Wir sehen uns heute Abend. Wenn ich bis zum Abend nicht gestorben bin. Du wirst dein Joghurt noch erleben. Joghurt. Turnen, duschen, rubbeln, kneten, spülen und Joghurt. Grasiert bin ich ja auch noch nicht. Hallo? Ist niemand hier? Vorhin auf dem Gang lassen ihre Frau gesehen. Ah ja? Sieht da fantastisch aus. Kennen Sie? Hübscher wie Sie. Ich bin nur noch nicht rasiert. Sehr ein schönes Zimmer haben Sie da, Herr Fischer. Sehr ein schönes Zimmer. Viel schöner wie meins. Und wesentlich grösser. Wesentlich grösser. Jetzt habe ich gerade unsere Fastenzeit zu Ende, Herr Fischer. Da gibt es fast Essen. Das Joghurtfestival. Was gibt's? Nachher spielen wir dann unsere Partie fertig, hä? Feste bin ich zu müde gsi. Hab mich nicht mehr konzentrieren. Aber heute Abend schlage ich sie. Heute Abend wird der Immobilienkönig Fischer auf seinem eigenen Terrain geschlagen.
Heute Abend, Herr Fischer. Heute Abend. Warum kommen Sie denn jetzt schon? Ich kann nur eine Frage, ob ich mir das Buch ausleihen könnte. Ja, selbstverständlich, nehmen Sie doch eins mit. Ich nehme das doch. Der Krimi. Henkers Mahlzeit. Guten. Oh, Mörgeli, Herr Mörgeli. Herr Doktor. So, machen wir schon das Besuchstürli am frühen Morgen. Nein, ich habe nur das Buch ausgelehnt. Nur das Buch ausgelehnt. Und wie fühlt man sich an dem wunderschönen Vormittag? Schlecht. Hunger. Bandscheiben. Die tut mir so verdammt weh, dass ich den Hunger kaum mehr spüre. Das ist doch wunderbar. Das ist der therapeutische Ausgleich. Schreib sie gerade noch mal ein für eine Massage beim Jean-Pierre. Nur das nicht. Der Rossmetzger hat mir gestern auch noch gebrochen. Kriegt mit dem, dann verpasst er Ihnen nur noch Streicheleinheiten. Sorgen Sie gescheiter dafür, dass ich ein besseres Zimmer bekomme. Das darf dem Herrn Fischer wird mir besser gefallen. Das ist bedeutend grösser als mein. Bedeutend grösser. Sie müssen nur abnehmen, Herr Mörgeli. Je schlanker Sie werden, desto grösser wirkt das Zimmer. Sie haben ja vollkommen recht, Herr Doktor. Ihre Klinik ist überhaupt ein Paradies. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben hier verbringen. Das ist eine reine Geldfrage, Herr Mörgeli. Eine reine Geldfrage. Ich wünsche noch einen angenehmen Vormittag. Möge Ihren Wunsch in Erfüllung gehen. Ja. Herr Fischer! Ah, Herr Dr. Schlank? Schlenk. Schlenk, ja, natürlich Schlenk. Ja. Und wie fühlen wir uns an dem wunderschönen Vormittag? Ganz miserabel. Ich habe kaum können schlafen. Ein paar Augenblick bin ich von einem Geräusch geweckt worden. Von einem Geräusch? Von meinem Magen. Hat er knurrt? Was heisst knurrt? Ballet hat. Schlafen Sie sonst im Allgemeinen gut? Nein. Haben Sie Schwindelgefühl? Ja. Übelkeit? Ja, ja. Aha. Also? Was also? Was also? Schwindelgefühl, ich kann nicht schlafen, mir ist das Kotz übel. Lange denn das nicht? Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Fischer. Durch unsere Diät haben Sie ein hypoglykämisch bedingtes orthostatisches Hypotoniesyndrom. Mit synkophaler Kollapsneigung, das ist alles. Wie lange es? So, jetzt aktivieren wir noch schnell unseren Abhördienst. Aber Sie werden nichts hören, meine Organe sind eingegangen. Sie müssen Geduld haben, Herr Fischer. Bevor wir Ihnen helfen können, muss zuerst alles Gift zu Ihrem Körper raus. Ziehen Sie doch mal bitte das Hemd. Ist wie beim Auto. Wenn der Vergaser und Zünker jetzt nicht tiptop sauber sind, läuft der Motor nicht. Einschnaufen. Ausschnaufen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Danke. Zeigen Sie mir noch Ihre Zunge. Prima, der Luftfilter ist auch in Ordnung. Den Pneudruck übernehmen wir der Schwester Silvia. Oh ja, Gehirn. Was haben Sie das letzte Mal gehabt? Wo die Schwester Silvia kam, ist 80, wo sie gegangen ist, 165. Haha. Also bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ausgeschlossen. Ich hatte ja eine Herzattacke. Test haben Sie nichts gegeben. Was war es denn? Eine Scheinschwangerschaft. Wahrscheinlich psychosomatisch bedingt, Herr Fischer. Ein bisschen Geduld. Sie kommen hier als neuer Mensch wieder raus. Aber unterdessen hat der alte Mensch Hunger. Heute Abend, mein Lieber. So, Ihr Programm für heute. Massage am 11. Dann ein Dampfbad. Anschliessend Physiotherapie und dann kommen Sie aufs Zimmer zurück und liegen ein bisschen hin. Ja, das ist gut. Am 2 eine Darmspülung. Nein, keine Darmspülung! Eine Spülung wirkt Wunder. In der Wüste Sahara vielleicht.
So, jetzt wünsche ich Ihnen einen ruhigen Vormittag. Und heute Abend gibt's dann eine Überraschung. Haben Sie gern Joghurt? Nein. Unseres werden Sie gern haben. Aus Biogeissenmilch mit ein bisschen Honig und Hirsenfröckchen. Sie lassen aber nichts aus. Mit was essen dann Sie Joghurt? Mit Widerwillen, Herr Dr. Schlenk. Schlenk. Unser Joghurt wird Sie begeistern. Sie schmecken freundlich und vor allem appetitverscheuchend. Geissenjoghurt. Mit Honig und Hirsenfleckchen. Nein, mit was habe ich das verdient? Ja, Edi, komm, bist doch nicht blöd. Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe doch mindestens noch 5 von denen. Ah, 1. Aber die anderen. Oh, Herr Fischer, ist Ihnen nicht gut? Nein, ich bin am Betten. Ich bin Muslim. Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Ich wollte nur ein Glas holen. Haben Sie ausgetrunken? Ja, aber das Glas habe ich nicht gegessen. Es hat zu viel Kalorien. Ihre Znüni haben Sie auch liegen lassen? Haben Sie gewusst, dass ich die... Wieso die? Haben Sie etwa noch mehr? Ja, ich habe 7 gehabt, aber ich habe nur 2 gegessen. Ihre Worte. Sie sind ein Held. Ein Held, ein Doppelwenig. Sind doch die anderen gestohlen worden. Hörst du, was sind? Die hat ihre Tochter Schlank. Ja, Schlenk oder Schlank, das ist ein Sadist. Aber Herr Fischer, mein Chef weiss doch Bescheid. Dann ist der Mörgeli gsi. Der Hypochondri ist kleptoman. Aber er gehört etwas von mir. Dem lasse ich Joghurt streichen. Der hat Joghurt. Heiß bei mir. Was denken Sie auch, Herr Fischer? Die Tochter Schlenk rührt niemand raus. Ja, der wäre auch schön blöd für 650 Franken im Tag. Regen Sie sich jetzt nicht auf. Denken Sie an Ihr Herz. Mein Herz ist Ihnen doch scheissegal. Und meine Liebe du gerade auch. Sonst wären Sie mir längstens ein bisschen entgegengekommen. Ausgehungert in jeder Beziehung. Ja, aber schon sicher. Meine Frau ist kalt wie ein Eiszapfen, der Doktor strenger als ein Heimerzieher. Und der Mörder in der Hallung ist doch kriminell. Ja, nur weiter so bis zur nächsten Herzattacke. Der gehört hinter Schloss und Regel und zwar lebenslänglich. Jetzt übertreiben Sie aber. Er hat schließlich keinen Goldbarren gestohlen. Wer ist denn schon Goldbarren? Wicken Sie jetzt ein bisschen ab. Und nachher gehen Sie runter zur Massage. Ins Dampfbad. So. Und entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Betten gestört habe. Beim was? Beim Betten. Ah ja. Übrigens, Osten ist auf dieser Seite. Jetzt langen Sie mir aber endgültig. Jetzt habe ich satt, jetzt habe ich satt, jetzt habe ich definitiv satt. Bis da rauf habe ich satt. Ein Satt ist voll satt. So. Was heisst satt? Hunger habe ich. Ich habe Hunger wie ein Wolf. Wenn ich jetzt ein wilder Wolf wäre im Wallis und es wäre irgendwo ein weisses, wollig Schaf, aber ich weiß nicht, dann würde ich das Schaf würde. Excuse, Herr Fischer. Was nennen Sie? Machen Sie es wohl auf! Ja, spalten Sie so sein! Es ist Zitronenkäse! Haben Sie aber noch mal Glück gehabt? Ich meine, es wäre doch ein Jammer, wenn Sie mir versteckt wären, bevor Sie unseren Joghurt probiert haben. Was es so gesund soll sein? Heute Abend nach dem Essen geht es Ihnen besser. Garantiert. Nach einem einzigen Joghurt. Also, wenn Sie brav sind, erlaube ich Ihnen noch 1 Knäckebrot. Wo
wie schön. Ja, Fischer. Ja, ich bin's, Michael. Ja, dein Vater. Nein, nein, es ist nicht schlimm. Nein, nein, Michael, lass mir gut zu. Wenn ich dann mal nicht mehr da bin, hab Sorge zu deiner Mutter, gell? Ja, ja, zur Stiefmutter, das weiss ich auch. Nein, du musst keine Angst haben, ganz sicher nicht. Es ist gesorgt für beide, dass er in einem bescheidenen Wöhnigli bleiben könnt, wenn er miteinander auskommt. Mach's gut, mein Bub. Leb wohl. Herr Fischer, Abendessen. Ihres Joghurt. Bin ich gerade ein bisschen spazieren. So? Das hat Ihnen anscheinend gut an. Sie sehen prima aus. Oh je, ich bin ein älterer Herr mit einem schwachen Herz und einem starken Übergewicht. Ah, Mr. Fischer ist Fishing for Compliments. Also, ich meine, ein paar positive Qualitäten hätte ich schon. Sind Sie auf einem Herdöpfelacher spazieren? Nein, der Küche. Aber, Herr Fischer, wir tun doch nicht bescheissen. Wir sind doch tapfer, hm? So ist brav. Dafür gibt es Joghurt. Der Chef erlaubt Ihnen sogar noch ein Tässchen Kaffee. Oh, das ist aber grosszügig, mal. Sagen die den Kaffee? Der darf natürlich noch schwach sein. Der Kaffee ist nicht schwach, der ist hilflos. Sie sind wirklich undankbar. Undankbar. Das wird man einem Abwaschwasser und behauptet, das sei Kaffee. Es wird einem ein Scala-Dinner verrechnet und dann so ein bitteres Geissenjoghurt auftischt. Es fragt einem eine junge, bezaubernde, hübsche Frau, hast du ja nicht einmal mit Kraft, ihr zuzwinkern? Was soll man dankbar sein? Vielleicht sind Sie mir gleich einmal dankbar, Herr Fischer. Warten Sie es ab. Es ist schon so weit. Oh, oh, ui. Oh. Wieso eigentlich, wenn ich etwas gefressen hast? Fischer? Michael, wie geht's dir jetzt schon wieder? Du hast dich einmal auf dem Bauamt erkundigt. Gibt definitiv keine Baubewilligung. Das weiß ich doch schon lange. Aber der Bachmann weiß es nicht, da ist doch der Punkt. Also bitte schön, wenn der das Grundstück ums Verrecken kaufen will, dann geben wir es doch. Also was heißt falsche Voraussetzungen? Jetzt hören wir doch um die krummen Touren, du weißt ja von nichts. Was für ein Geld? Cash natürlich. Immer alles Cash. Ja, komm, pass auf. Ein Drittel Monte Carlo, ein Drittel Bahamas. Und vom letzten Drittel die Hälfte auf Liechtenstein, die Hälfte auf Kantonalbank. Nein, du machst, was ich gesagt habe. Michael, hör mal. Du hältst mir aber nicht auf, gell? Schön still sein. Oder ich müsste Ihnen ziemlich wehtun. Wer sind Sie? Ein Gast, der Champagner Hunger hat. Sie erlauben. Also, ich hasse Gewalt, das ist nicht mein Stil. Aber wenn Sie Lampen machen.
es Ihnen recht ist, mache ich uns nachher bekannt. Zuerst muss ich jetzt mal fuden. Ja, aber Sie werden mir doch nicht, wenn ich Sie am guten Weg essen. Wieso nicht? Ich habe Champagne Kodant. Ich habe seit 2 Tagen nicht gefuttert. Was nur seit 2 Tagen? Was soll ich sagen? Sie sagen vorläufig gar nichts. Sie sind einfach ganz still. Ist doch eine Frechheit. Hey, hey, hey! Darf ich Sie mich daran erinnern? Was wollen Sie denn da? Ich komme gerade aufs Thema. Moment mal. Ich kenne Sie doch. Sie mich? Ja, mir schon mal das Vergnügen gehabt. Nicht, dass ihr wisst. Ihr Gesicht kommt mir aber bekannt vor. Ja, schon möglich. Hä, Sila! Wie ist Ihr Wertename bitte? Fischer. Eddie Fischer. Natürlich. Jetzt hat es Klick gemacht bei mir. Eddie Fischer, Immobilien und Verwaltungen. Genau. Bekannter Mann, mal. Hey, Sie gehören zum Kuchen. Jede Premiere, jede Vernissage, immer dabei, wo man dabei ist. Ein Promi? Woher wollen Sie das wissen? Man liest Herr Fischer, man orientiert sich. Sie kennen doch die kleinen Bildchen, der ist sie. Und beim anderen Blick, man investiert etwas in seine Allgemeinbildung. Also? Noble Villa haben Sie da, nicht schlecht. Aber ein scheiß Küche, miserabler Küchechef. Steigen Sie dem Typen mal auf die Bude. Sagen Sie, man soll etwas Währschaftes aufschicken. Aber subito! Ich habe doch keinen Koch. Das ist nicht meine Villa. Nicht Ihre Villa? Was ist denn? Eine Klinik? Eine Klinik? Nein, 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 nein. Sie sind doch nicht krank. Am Ende etwas Ansteckendes. Hallo Sie, ich bin nicht dürmt, um mir die Abmaßen zu holen. Es ist eine Klinik zum Abnehmen. Und zur Erholung. Aha, dem steht von mir aus nichts im Weg. So sagen Sie doch jetzt endlich mal, was Sie da wollen. Und wer Sie sind? Der Charlie Krumm. Er sagt Ihnen meinen Namen nicht. Nein. Dann schauen Sie keinen Fernsehen, lassen Sie keine Zeit. Da bin ich viel zu müde, ich hocke nur da. Wie ich? Ich bin die letzten 2 Jahre gehockt. Ja, dann. Aber Fischer, Sie müssen mich doch kennen. Du kennst Charlie. Fachmann für einen diskreten Abtransport von grösseren Beträgen. 3 Banken, 5 Supermärkte und eine Postfiliale in einer Woche. Und das langt für das Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Haben Sie? 15 Jahre habe ich kassiert, aber das habe ich dann doch ein bisschen viel gefunden. Sind Sie ausgebrochen? Ich würde eher sagen, rausgegumpet. Ich war Stabhochspringer. Und jetzt habe ich immer noch Hunger. Sie haben sicher noch irgendwo einen Notvorrat versteckt. Nein, eben nicht! Vorwärts! Was hortet sich? Ich sehe doch an, dass wir etwas zu beißen auf Lager haben. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Schocke. Anne mit! Ja, was ist? Wer kommt, der Food? Es ist nicht mehr da. Ja, wollen Sie mich verarschen? Alle Schockesteine sind gestohlen worden. Also, wo bin ich da angeraten? Gibt's auf dieser Welt keine ehrlichen Leute mehr? Was haben wir denn da, Herr Fischer? Das ist abbissen, das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Oh, sehr rücksichtsvoll, danke. Jetzt hält's mir den letzten Rest weggefressen. Das glaube ich Ihnen schlicht nicht. Wohl! Das war meine erste Mahlzeit seit 6 Tagen. Also, das wäre sie gewesen. Sie haben Ihre Worte seit 6 Tagen nichts mehr gegessen? Ah, nicht, nein. Nur Zitronenwasser. 15 Glas Zitronenwasser am Tag. Ja, Sie arme Kaib. Da wäre ich auch sauer. Da, bitte. Oh, danke vielmals. Jetzt schau mal da! Jetzt schau mal da! Was ist denn das? Eine Hütte. Eine Geschwelte versteckt, hä? Früher haben wir das mit Ostereier gemacht. Ja. Ich habe ihn ganz vergessen. Eben. Aber nein, nein, Sie, hallo! Nicht schälen! In den Schalen sind alle Vitamine. Okay, nehmen Sie die Vitamine. Wie ist der dort? Übrigens besteht auch keine Gefahr, dass plötzlich jemand reinkommt. Es wird immer angeklopft. Trotzdem schliessen Sie ab. Wir kommen doch keinen Zimmerschlüssel über.
Aus Angst, wir essen den auf. Also müssen wir schleunigst einen auftreiben. Das Bad da teilen Sie mit niemandem, oder? Also für 650 Franken im Tag teile ich mein Bad höchstens mit der Julia Roberts. Okay, Fischer, stellen Sie sich ein Sender mal auf Empfang. Punkt 1. Wir brauchen den Zimmerschlüssel. Punkt 2. Sollte jemand anklopfen, lassen Sie mich im Bad verschwinden, bevor Sie Antwort geben. Und Punkt 3. Wir müssen die Logistik vom Nahrungsmittelnachschub organisieren. Wie soll ich denn das machen? Ja, lassen Sie sich etwas einfallen. Ich will morgen nicht nochmal so einen Schlangenfrass. Ja, Moment mal. Sie werden ja nicht wählen, bis morgen da bleiben. Ja, aber sicher, ich denke, es wäre logisch, wenn ich jetzt verschwinde. Leute, Sie doch sofort den Schmier an. Nein, nein, ehrlich nicht. Ich sage der Polizei kein Wort. Ich gebe Ihnen sogar alles Bargeld, das ich jetzt hier habe, wenn Sie gerade verschwinden. Ich brauche kein Geld, Herr Fischer. Sie sind doch hinter mir her, weil ich Geld habe. Ein Haufen Geld. Was ich brauche, ist ein ruhig sicheres Plätzchen für ein paar Tage. Aber doch nicht da. Da werden Sie garantiert verhaftet. Nur wenn Sie mich verpfiffen. Und das machen Sie nicht, weil Sie ein Gentleman sind und ein Menschenfreund. Und wenn ich da noch einen zweiten tüchtigen Helfer bei mir habe. Es dürfte die Hände abnehmen, ist doch viel, viel gemütlicher. Aber ich kann nicht ununterbrochen auf dem Zimmer bleiben. Ich muss zur Therapie. Was für eine Therapie? Da innen ist alles Therapie. Alles, alles. Waschen, duschen, turnen, kneten, rufen, spülen. Sogar wenn du aufs Häuschen musst, ist das ein therapeutisches Happening. Ja, wenn Sie zur Therapie gehen, kommen Sie da an der Küche vorbei. Können Sie diskret etwas mitlaufen lassen? Das ist nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach, Herr Fischer. Trotzdem denken Sie daran, dass Sie jetzt für zwei essen müssen. Wieso? Ich bin ja nicht schwanger. Nein, aber Sie müssen mich miternähren. Ausgeschlossen, ich kann mich ja kaum selber ernähren. Also, ich sehe nicht ein, wieso ich so hungern. Ich zahle schliesslich nicht 650 Stutz im Tag. Sie würden mir also trauen. Inwiefern? Dass ich wieder rumkomme. Ohne Begleitung, meine. An meine Bodyguards. Stimmt, ja. Aber die können Ihnen nur etwas nützen, solange ich da im Zimmer bin. Oder wie sehen Sie das, Herr Krumm? Das sehe ich positiv, Herr Fischer. Ich sage nur Telefon. Was heisst das? Was haben Sie gemacht, als ich mir erlaubt, da reinzukommen? Was habe ich gemacht? Telefoniert haben Sie mit Ihrem Sohn Michael. Und was glauben Sie, habe ich gemacht? Zugelassen habe ich. Und zwar sehr aufmerksam. Ich kann gut zulassen, das können nicht viele Leute. Und jetzt? Ich erwähne Liechtenstein, Monte Carlo, Bahamas. Und das werden Sie Ihrem Steueramt erzählen? Nein, Ihrer Frau. Das nicht alles, aber das nicht. Sie müssen sich keine Sorgen machen, solange Sie mitspielen. Ich spiele mit. Wer ist das? Der Derek. Woher soll ich das wissen? Also Kechel mit du. Okay. Ja, bitte. Ein feiner Schmaus hat es gegeben, Fischer, gell? Ein feiner Schmaus. Allerdings, 18 Punkte, go mio. Ja, und so leicht. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Wie ein Fisch im Wasser. Trotz dieser riesigen Portionen. Ja, mir hat es gelungen. Der Magen schrumpft, versteht sich? Der Magen schrumpft. Ich habe schon praktisch keinen Bauch mehr. Ja, ein kleines Ränzchen. Ihre Frau hat gesagt, das sei sexy. So, jetzt spielen wir unsere Partie fertig. Sie haben sich doch wollen schlagen, hä? Also los, probieren Sie es. Ich habe ein Hotel am Paradeplatz gekauft. Stimmt's? Ich habe keine Lust zum Spielen heute. Sie wollen kneifen, Fischer. Sie spüren, dass Sie verlieren. Ach Quatsch, es ist mir nicht gut. Es ist mir träumlich heute schon den ganzen Tag. Haben Sie es am Schlenk gesagt? Ja, natürlich haben Sie es gesagt. Er hat gesagt, ich muss ablegen. Ich brauche unbedingt mehr Ruhe. Ich soll keinen Besuch haben auf dem Zimmer. Warten Sie, ich habe Ihnen ein Aspirin. Ich schlucke prinzipiell nur das, was mir der Arzt verschrieben hat. Und Sie leben noch. Da. Hol ein bisschen Wasser. Nein! Jetzt haben Sie mich verschreckt. Ich brauche kein Wasser. Schlucken Sie das Aspirin ohne Wasser. Ich kann es. Nein, voll. Der Doktor hat mir verboten, Wasser zu trinken. Und schon gar nicht mit Aspirin. Ja, Blödsinn. Sie versticken ja. Eben nicht. Ja, schauen Sie mal. Ja. Der Dr. Schlenk hat Ihnen gesagt, Sie müssen Aspirin ohne Wasser schlucken. Oh, ich drücke mich herum. Und ich muss ins Bett. Ich brauche absolute Ruhe. Und keinerlei Besuch auf dem Zimmer. Bist du da? Bist du auch gegangen? Sehr schönes Zimmer. Sehr komfortabel. Sehr komfortabel. Ja, vor allem so ruhig.
Hoffentlich ein Glück. Bitte. Der Mörgeli, der Domsiech. Der beunruhigt mich jetzt gar nicht, aber der Mörgeli hat vorhin ihre Frau erwähnt. Ist die jemand auch da? Ja, natürlich. Von dem hat sie mir nichts gesagt. Haben Sie mich gefragt? Jolanda logiert in der Dépendance. Ich bin nämlich kurz, um mich zu erholen. Ja, aber sie kann sich da besuchen. Wir verkehren zurzeit nicht miteinander. Haben Sie etwas auf dem Herz? Seit wann hat man das Herz da unten? Magenkrämpfe habe ich von lauter Hunger. Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Ich habe ja schon Halluzinationen. Ich sehe den Himmel voll Bratwürst. Also mit Ihnen habe ich null Verbarmen. Sie hätten ja nicht müssen da kommen. Ja, Sie aber auch nicht. So, also wir müssen etwas unternehmen. Sie haben da Ihnen also auf Garantie nichts mehr Esspass. Nicht einmal eine Briefmarke zum Abschlecken. Okay, dann machen wir mal einen Test. Was für einen Test? Ich lasse Sie auf Ehrenwort raus und Sie gehen auf Nahrungssuche. Aber ich kann nicht noch in die Küche gestalten. Also glaubt doch nicht, dass ich das mache. Das wäre jetzt schlicht unter meinem Niveau. Los, treiben Sie etwas auf! Ja, ja, ich probiere es ja. Hallo, ja, wo wollen Sie die Beute hin tun? Ich persönlich verwende mit Erfolg Plastiksäcke. Das habe ich aber nicht. Ich nehme meine Jacke. Ja, hoffentlich hat sie große Tasche. Und nicht vergessen, Liechtenstein, Monte Carlo, Bahamas. Nein, nein. Und beim Umkommen dreimal anklopfen, zweimal hintereinander. So, tok, 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 tok. Ja, ja. Ah! Machen Sie mir keine Schande, hä? Nein. Mach für, Fischer. Mein Magen ist auf 100. Oh nein, 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 nein. Verreck von Hunger. Komm, bring den Food. Herr Fischer, sind Sie angelegt? Schwester Silvia! Excuse, ich habe gemeint, Ihre Frau hätte geklopft. Ja, und weil ich Feierabend habe, also, ich meine, weil ich privat bei Ihnen gewesen wäre, habe ich gedacht, ja, eben, das hätte ich können zu einem Missverständnis führen. Ja, schon möglich, ja. Klopfen Sie immer an, wenn Sie in Ihr eigenes Zimmer kommen. Habe ich angeklopft. Dann bin ich aber ein bisschen verwirrt gewesen. Ich habe etwas anderes gedacht. Aber nicht schon wieder als er. Nein, scheiß drin, gell? Ui, ist das typisch da drin, hä? Finde ich jetzt gar nicht. Wohl, ich find's wahnsinnig warm. Richtig heiß, find ich. Und Luft hat's auch keine. Da hat's doch keine frische Luft in dem Zimmer. Ich bin vital, wissen Sie, ich bin eben vital. Ui, bin ich vital.
Das ist ja gut. Schwester Silvia, sagen Sie mal, vorig, wo Sie da reingekommen sind, ist denn da niemand in dem Zimmer gewesen? Nein, warum? Erwartet Sie jemand? Oh nein, 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 überhaupt nicht. Nein, ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen meiner Frau. Warum? Sie ist drinnen und spielt mit dem Chef Bridge. Wir sind allein. Ja, scheint es so. Gott sei Dank. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Der Zimmerschlüssel. Etwas, das Sie viel mehr schätzen. Was? Sie haben recht, gerade Mörgel ist sie. Er hat sie in seine Schuhe versteckt. Die Fetzau! Jetzt ist mir auch klar, warum der Mörgel immer in seine Sandalen rumschlarpert. Seine Schuhe sind der reinste Delikatessenladen. Aber der gehört nicht etwas von mir, der Dieb. Was ist das? Was? Das tönt wie Müs. Müs? Da hinten hat es doch kein Müs, die würden ja verhungern. Silvia. Schwester Silvia, Sie sind so eine zauberhafte Frau. Wirklich, Sie sind die Einzige in dem ganzen Laden, die mich in den letzten 6 Tagen von meinen Gelüsten abgelenkt hat. Also von meinen Gelüsten nach Essen, meine ich. Das ist jetzt aber ein nettes Kompliment. Ehrlich, was ich Ihnen ja schon heute Morgen gesagt habe, was? Das ist kein Job für Sie. Sie gehören nicht mit anderen Schanen in eine bessere Umgebung, in eine tolle Wohnung. Das kann ich mir leider nicht leisten. Also hören Sie mal, für was mache ich in Immobilien? Könnt ihr doch ein kleines Appartement einrichten? In einer schönen Lage, hm? Blick auf den Zürichsee. Gespässig. Ich habe mich schon manchmal gefragt, wie reagierst du, wenn du mal ein Mann so ein unseriöses Angebot macht? Erlauben Sie, das Angebot ist mehr als seriös. Vielleicht nicht seriöser, aber auf jeden Fall besser als alles andere, was mir bis heute angeboten worden ist. Silvia, hm? Jetzt war es aber ganz deutlich. Was? Das Geräusch, das Knabbern. Ich höre aber nichts, Silvia. Hören Sie doch, das müssen die Müsse sein. Die Tellen an der Wand. Oh nein. Oh nein. Jetzt hört man es nicht mehr. Oh! Haben Sie ausgesehen? Hat die Schuhe getrunken, mich suchen zu finken. Jetzt kollabiere ich. Mir wird schwarz vor den Augen. Linken Sie sich ab. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Was heißt, machen denn Sie da unten? Warten aufs Tram. So, nehmen Sie einen Schluck da. Wo haben Sie Ihre Finger? Schnell, helfen Sie mir doch. Tief durchschnaufen. Guten Tag, Dr. Fischer. Meine Frau. Oh nein. Sie müssen sich verstecken. Aber nicht im Badzimmer. Da innen schauen Sie doch zu. Natürlich. Nein, das ist zu riskant. Kommen Sie da. Mannschack. Ich wollte aber nicht verstecken. Dann gehen Sie gleich ins Bad. Aber es passiert, Sie bringen Sie rein. Gib dir keine Mühe, Eddie. Ich weiß, dass jemand bei dir ist. Also so, Mutterseelen allein, bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Stimme! Ich habe doch Stimme gehört. Stimme? Seit wann hörst denn du Stimme? Du bist doch kein Medium. Nein, aber auch kein Trottel. Ja, wer ist ins Bett? Das glaubt er aufs Wort. Wo ist sie? Wer? Wollen wir mal schauen? Also, Jolanda macht ja nicht lächerlich. Wollen wir mal unter das Bett schauen? Da ist niemand drunter. Aber gar niemand. Eben. Das wollte ich gerade schnell überprüfen. Nein. Eddie! Da rein. So, Herr Fischer, jetzt geht es Ihnen dann gerade besser. Ah, guten Abend, Frau Fischer. Ich habe es ja gewusst. Du siehst das völlig falsch, Goldkäfer. Nicht Goldkäfer. Und ich sehe das völlig richtig. Ich fahre mal heim. Ich brauche ja nicht dabei zu sein, wenn du dich vor dieser Dame blamierst. Abgesehen vom Finanziellen versprechen Sie sich nicht zu viel von meinem Mann. Er hat Asthma. Das nur zur Orientierung, falls er in die Küche. Gute Nacht. So. Dann gehen wir jetzt zum gemütlichen Teil über. Es tut mir so leid, Silvia. Und mir auch. Sie sehen das völlig falsch. Ich sehe das völlig richtig. Und ich sehe, dass Sie völlig fertig sind. Sie gehen jetzt am besten ins Bett. Allein. Glaub schon. Gute Nacht. Habe ich Ihnen einen schönen Abend verdorben? Schönen Abend verdorben. Mein ganzes Leben ist eine Katastrophe. Frau recht Scheidung, der Sohn ruiniert die Firma. Bei der Schwester habe ich auch keine Chance mehr. Ich habe ja nichts mehr.
Ich habe ja rein gar nichts mehr. Jetzt hör aber auf, Opa. Du hast immer noch mich. Häusli, wenn sie nichts dagegen haben. So, jetzt machen sie mal für sie. Ich soll. Morgen. Herr Fischer? Ja? Würden Sie mir etwas auslehnen zum Anlegen? Darf ich Nein sagen? Nein. Kommt, Herr Bank. Ja. Guten Morgen, Herr Fischer. Wie geht's? Es geht. Morgen! Üppig! Da wäre noch Ihr Tagesprogramm für heute. Um 10.30 Uhr Sitzbad, 11 Uhr Massage, 12.15 Uhr Unterwassertherapie. Nichts als Torturen! Es ist 3, 4, 5, 6, 7! Wo haben Sie das zweite Küsschen? Ich habe es nicht gebraucht. Ich habe es im Kasten. Ja, nein, ich brauche es nicht, wirklich nicht. Wenn man so hoch liegt, gibt das nur ein Doppelkini. So? Mhm. Wo haben Sie? Ein paar Tücher wechseln. Ist doch nicht nötig, dass ich kaum braucht. Sie denken zwar noch ein bisschen ökologisch, all die Tonnen von Waschmitteln, die Tag für Tag sinnlos verbraucht werden. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie sich Sorgen machen um unsere Umwelt. Machen wir doch Sorgen um Sie, also um uns. Es tut mir leid, wirklich jetzt Abend. Ist schon recht. Ihr Privatleben ist Ihre Angelegenheit. Ich wollte kein Scheidungsgrund sein. Nehmen Sie jetzt Mittag unten oder oben? Nein, da, auf dem Zimmer. Gut. Schönen Tag. Ist das denn zum Morgen? Ja, das ist ja pervers. Ja, Sie müssen nichts essen, wenn Sie nicht wollen. Momo! Ich möchte schon. Aber Sie werden ja nicht will, ein einziges Knäckebrot alleine essen. Wieso nicht? Ich lasse ihn als geissen muss. Pfui, Edi, man tut nicht so abschlingen, das ist nicht gesund. Man tut langsam essen, gut kauen, schau so. Nein, Edi! So, jetzt wollen wir mal schauen, was vom Bankett von gestern noch übrig geblieben ist. Alles weggefressen. Nur noch Joghurt. Ja. Sorry, ich brauche auch meine Vitamin. Prost. Wie geht das Sitzbad? Aha. Ja, also, da sitzen wir 3 Minuten lang im heißen Wasser und dann 3 Minuten lang im kalten. Was bringt das? Sie haben innerhalb 6 Minuten einen heißen und einen kalten Arsch. So, fertig. Ich habe nicht gern so ein üppiges Frühstück. Das macht träge hinter beim Studieren. Was studieren denn Sie? Ja, wie es da weitergeht? Das haben wir doch auch schon lange überlegt. Warum gehen Sie das eigentlich nicht auf? Früher oder später verwünscht man sie einen Weg.
Also, wenn Sie sich jetzt selber stellen. Würden Sie sich selber anzeigen? Ich bin ja kein Bankräuber. Nein, Sie sind ein ehrlicher Geschäftsmann mit einer doppelten Buchhaltung. Eine für die Firma, eine für das Steueramt. Ich habe 2 Jahre lang geschuftet, bis ich die erste Million miteinander hatte. Ja, ich nur 20 Minuten. Ja, und wo sind Sie gelandet? Dort, wo Sie auch landen, wenn Sie mir anfangen, Schwierigkeiten zu machen. Machen Sie doch keine Schwierigkeiten. Ich habe ja selber genug. Selber geschuld. Sie haben ihnen ihr Müsli flachlegen. Madame ist dazugekommen. Pech. Alles nicht passiert, wenn Sie nicht gekommen wären. Erst seit Sie da sind, geht Ihnen alles zum Rupsi. Ich muss mit Ihnen das Zimmer teilen und der armselige Franz. Ich muss sie verstecken, ich muss mich verstecken, ich muss die Schwester verstecken. Ja, machen Sie nicht gern Versteckis. Oh! Frau Fischer, wenn ich mich nicht täusche. Ja? Er freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Fischer. Das ist der Herr... Mosima! Ich bin gestern Abend angekommen. Mein Zimmer liegt auf der anderen Seite. Ihre Mann ist so liebenswürdig gewesen, mich da ein bisschen einzuführen. Mosima, kennen wir uns von neuem? Könnt mich nicht erinnern. Hast du nicht wollen abreisen, Yolanda? Jawohl. Ich bin auch gekommen, noch ein paar Sachen klarzustellen, bevor ich gegangen. Sie entschuldigen uns bitte. Selbstverständlich. Entschuldigung, alles Gute, Frau Fischer. Aber das ist das Bad, Herr Mosima. Der Ausgang ist dort. Also, excuse. Ah! Um Gottes Willen, was haben Sie? Nichts, ist nur ein Kampf. Sitzen Sie an. Darf ich schnell Ihre Toilette benutzen? Selbstverständlich, ich rufe gerade den Doktor. Nein, ich doch kein Arzt, das kommt schon wieder. Es wäre vielleicht gleich gescheiter, wenn der Herr Doktor schläft. Wenn er sagt, er braucht keinen Arzt, dann braucht er keinen. Es geht gerade wieder besser. Ah! Wieso kommt er nicht auf seine eigene Toilette? Vielleicht hat der Schiss lange nicht mehr so weit. Und wieso hat er deinen Pulli an? Mein Pulli, aber soll jetzt das werden? Der Pulli gibt es tausendweise. Die Hosen sind mir auch irgendwie bekannt vorgekommen. Ich muss den Herr kürzlich noch einmal gesehen haben. Also von mir aus hast du den Herr kürzlich irgendwann noch einmal gesehen? Das spielt doch jetzt weiss Gott keine Rolle. Wem gehören denn die? Ah, oh, das sind seine. Er hat es abgezogen. Vermutlich sind sie zu gross geworden. Hat schon ein bisschen abgenommen. Die sind ja grauenhaft dreckig. Ja, der hat heute Morgen eben schon einen Waldlauf gemacht. Hast doch willen gehen, Yolanda. Hast jetzt du nicht heute willen abreisen? Irgendetwas stimmt da nicht. Das hängt doch sicher wieder mit deinen Frauengeschichten zusammen. Hör doch mal auf, das ist ja neurotisch. Also das Thema legen wir jetzt ad acta. Ad acta. Jetzt habe ich es. Bei 68 XY ungelöst habe ich den Mann gesehen. Garantiert! Benno! Gut beobachtet, da sieht man es wieder mal. Fernsehen bildet. Ablicken! Auf den Boden? Sicher nicht, Frau Fischer. Wir sind unter kultivierten Menschen. Auf Sofa! Aber Sie werden sich doch nicht an meiner Frau vergreifen! Du mischst dich da gefälligst nicht ein! So, bitte! Ihre werte Herr Gemahl hat es leider nicht können ablehnen, mich hier zu beherbergen. Ich habe dummerweise etwas mitbekommen von seinen nicht ganz lupereinen Geschäften. Halt, verzeihen Sie da! Herr Fischer, easy! Was meint der Eddie? Excuse, Frau Fischer. Er hat sich mal nicht orientiert über ein gewisses Grundstück, das einem Herr Bachmann als Bauland veräussern will. Ohne Baubewilligung natürlich. Und für einen schönen Batzen Geld, wo dann zu Monte Carlo auf den Bahamas sünnelt. Hören Sie doch mal auf! Es ist überhaupt noch gar nichts passiert. Das ist aber nicht das Grundstück von Michael. Ihr Michael weiss von nichts. Psst, Eddie, du hast mir versprochen. Du glaubst doch nicht. Ich glaube ich überhaupt nicht mehr. Sag Nummer eins. Den Michael ziehst du nicht auch noch in deine dubiose Geschäfte hier. Wir brauchen das Geld nicht. Jetzt regen Sie sich doch ab, Frau Fischer. Es passiert doch gar nichts. Vergessen Sie, dass Sie mich je gesehen haben. Sagen Sie niemandem, dass ich da bin. Ich bitte Sie, bis morgen Morgen noch da zu bleiben. Da verlieren Sie noch ein Gewicht. Was meinst du, Eddie? Spring ihn um. Sobald du gegangen bist, spring ich dich um. Bist du wahnsinnig? Hören Sie, Sie müssen gehen. Wir sagen niemandem etwas, kein Wort. Aber mein Mann hat ein schwaches Herz. Okay, ich gebe einen Bericht, wenn es stillgestanden ist. Eddie! Mach, was er gesagt hat. Wir haben keine andere Wahl! Oh, da hat er recht, Frau Fischer. Denken Sie daran, wenn ich wieder eingelocht werde, dann singe ich. Und wenn ich singe, dann habe ich sehr gleich einen neuen Mitbewohner. Ihr Mann, es wird ihm besonders gut gefallen im Gefängnis. Das Essen ist zwar wesentlich besser, aber der Service lässt zu wünschen übrig. Ich kann ihn doch nicht so zurücklassen. Wir schauen gut zu einem Frau Fischer. Eddie Butz! Goldkäfer! Auf Wiedersehen, Frau Fischer!
So eine tolle Frau haben sie betrügen. Vor dieser tollen Frau haben sie mich als Gaunerin gestellt. Ja, was hätte ich denn sagen sollen, dass sie das Geschleck mit der scharfen Schwester einfädeln? Da habe ich doch höchst kollegial, oder? Sollen sie vielleicht noch dankbar sein, dass sie da sind? Sie sollten dankbar sein, dass sie noch da sind. Dass ich so ein fairer Typ bin und sie nicht umgeleitet habe. Stinkstiefel! Ist alles in Ordnung, Herr Fischer? Ich habe sie gehört rufen. Mich? Ich habe doch nicht gerufen. Nein, ich habe nur... Ich habe nur gehört. Also ich habe nur etwas am Ohr. Am Vorig habe ich telefoniert. Telefoniert habe ich. Mit meinem Bub. Also mit dem Sohn. Ja, was? Haben Sie schimpfen mit ihm? Haben Sie Ärger mit ihm? Nein, er ist nur ein Double. Sagen Sie, Herr Fischer, gehört der rein? Ja. Haben Sie nicht gesehen, dass wir auf allen Etagen eine Schuhputzmaschine haben? Haben Sie? Wie haben Sie den so dreckig gemacht? Aha, ja. Ja, da habe ich eben. Also. Ich bin eben gesprungen. Gesprungen? Ja, ja. Also gerannt. Gerannt sind Sie? Ja. Joggert habe ich! Ich habe joggert, den ganzen Morgen, joggert! Bravo, Herr Fischer! Was habe ich Ihnen gesagt? Unser Joghurt wirkt Wunder! Wo ist der andere? Welcher andere? Stiefel? Der ist sauber. Den habe ich versorgt. Wieso ist einer sauber und einer dreckig? Wieso ist einer sauber und einer dreckig? Ich bin eben durch einen Sumpf geraten und dann bin ich gehüpft. Gehüpft sind sie, ja, durch den Sumpf gehüpft. Dann werde ich mir gehüpfen. Wir sehen euch später, Herr Fischer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zürich Bahnhofstrasse. Hotel Schweizerhof. Das kaufe ich. Sie sind dran. Kanzlei. Paul, Sie haben im Lotto gewonnen. 1 Million Franken. Geht auf direktem Weg ins Gefängnis, die Gewinne gehen an die Bank. Ein Scheissspiel. Abgesehen davon habe ich Hunger. Anderthalb Kilo abgenommen. Der Chef würde sich freuen. Und da drin könnte man wirklich zum Kannibal werden. Ich habe schon richtig Appetit auf Sie. So, ich muss einen Weg runter zur Therapie. Dann organisieren Sie auf dem Rückweg etwas zu futtern. Also um die Zeit gehe ich garantiert nicht in die Küche. Dann kontrollieren Sie diskret mal ein Mörgeli seine Schuhe. Ein Mörgeli seine Schuhe? Ja, zuerst Silvia hat doch gesagt, habt ihr einen Delikatessenladen in seinen Schlappen. Ja, natürlich, klar. Ja. Der Hypochondri ist Kleptoman. Ja. Der Dicksack. Der Dieb. Die Fetzau. Aber wenn er jetzt auf dem Zimmer ist? Dann gehen Sie anschauen. Höchstwahrscheinlich lassen Sie seine Hanzen durchnehmen. Los, machen Sie Führerschein! Und wenn unterdessen da jemand kommt? Dann ist das mein Problem los. Treiben Sie etwas zum Ampfen auf. Wenn es ein leckerer Bissen ist, dürfen wir zu Charlie sagen. Und nicht vergessen, beim Umkommen dreimal anklopfen. Zweimal hintereinander so. Tok, 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 tok. Ja, ja. Tok, 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 tok. Nein. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Sechsmal? Nein, zweimal, dreimal. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Doch, doch. Hat
zum Herrn Fischer wollen? Ja, ich warte selber auf ihn. Sind Sie ein neuer Mitgefangener? Wie bitte? Gott sei Dank, meine. Da hinten geht es eben strenger zu mir im Gefängnis. Strenger wie im Gefängnis. Mörger ist mein Name. Sind Sie schon lange da? 2 Wochen oder 4 Kilo. Das ist aber nicht unsere Partie. Ja, spielt der Fischer jetzt mit jemand anderem? Etwa mit Ihnen? Nein, er übt vielleicht. In welchem Zimmer wohnen Sie? Ich? Ich habe kein Zimmer, ich gehöre zum Personal. Ja, so. Was machen Sie? Ich bin Masseur. Was ich aber noch nie gesehen, der Massage. Was ich noch nie gesehen. Ich bin eben Spezialist für Problemfälle. Ich mache meine Behandlungen auf dem Zimmer. Ah ja, das ist ja wieder typisch. Spezialbehandlungen für den Fischer natürlich. Der fehlt doch gar nicht, der fehlt überhaupt nicht. Das ist ein Hypochonder. Aber ich, der gesundheitlich ernsthaft angeschlagen bin, mir sagt man wieder nichts von Ihnen. Kein Wort, dass da noch ein Spezialist drin ist. Ist gerade mal mit der Direktion geredet. Nein, nicht nötig, Herr. Mörgeli. Das mach ich schon. Schauen Sie mal meinen Rücken an. Am Jean-Pierre da unten traue ich ihn nämlich schon lange nicht mehr. Ja, schon lange nicht mehr. Der hat mich gestern halben Tag geschlagen. Grün und blau bin ich gewesen. Grün und blau. Ja, jetzt schauen Sie sich das einmal an. Ich habe einen Termin mit dem Herrn Fischer. Ja, der ist jetzt nicht da. Jetzt haben Sie gerade schnell Zeit, um mich zu behandeln. Soll ich abblicken? Nein! Bleiben Sie da! Ja, muss ich mich nicht abziehen? Nicht nötig. Ich spüre es durch die Jacke durch. Aha. Sehe schon, Sie sind ein Spezialist, ne? Ja, gelandet. Ah, ja, da haben wir einen Knoten. Knoten? Augenblick. Nein. Ich war nur der Hosenträger. Dr. Schlenk meinte, das sei bei mir alles psychosomatisch bedingt. Und hat er vermutlich recht. Sie meinen also auch, dass ich mir alles nur einbilde? Nein, im Gegenteil. Sie sind definitiv krank. Sie haben einen total krummen Rücken, verursacht und stark überhängenden Bauch. Kabis. Gibt's ja gar nicht. Das gibt's, Herr Mörgel. Es ist selten, aber es kommt vor. Schauen Sie. Das da ist der wunde Punkt. Aua! Da sind Sie sprachlos, Fischer, hä? Haben Ihr Geheimnis entdeckt? Also, ich habe nur geschwind Herrn Mögeli seinen Rücken angeschaut. Spezialbehandlungen, hä? Ganz heimlich, hä? Oh, jetzt habe ich es wieder. Können Sie mir helfen? Können Sie doch für ein Zimmer abblicken? Ja, wie zum Teufel soll ich dann so abblicken? Holen den Chef! Oder muss man das in dem Haus voranmelden, wenn man in Agonie liegt? Ja, kommen Sie mal da aufs Sofa. Ja, dann machen Sie doch etwas, ich verrecke ja. Wo tut es denn weh? Überall. Ist gut so? Nein, das tut weh. Oder so? Aufhören! Ist besser so? Nein! Jetzt passen Sie mal auf. Ha! Was ist? Das ist es. Das ist es. Sternenheim! Das ist es! Wie haben Sie das gemacht? Ja, gelehrt ist gelehrt. Sie sind ein grosser Könner. Sie sind ganz ein grosser Könner. Man macht, was man kann. Gehen Sie jetzt noch ein bisschen abblicken auf Ihrem Zimmer. Auf mein Zimmer? In dem miserablen Kleinbesenkasten. Mein Zimmer, das ist eine Zumutung. Eine Zumutung. Sobald Sie abgereist sind, übernehme ich das Logis. Da können Sie aber Gift drauf nehmen. Haha, haben Sie das gesehen? Charlie Krumms magische Hände. Wow! So, jetzt hören Sie doch mal auf! Sie werden verschwinden, aber sofort! Wenn der Mörgeli jetzt überall von Ihnen umbrillagt. Wenn der Chef seinen neuen Wunderheiler plötzlich selber noch kennenlernen. Was denn? Scheiße! Oh, das habe ich nicht gedacht. Ah! Aha! Ja, das wäre es dann gewesen. Das Monopoly müssen wir ein anderes Mal fertig spielen. Danke für die Gastfreundschaft.
Das nächste Mal suche ich mir halt ein Plätzchen, das die Leute mästen. Ich habe Ihnen dann hier noch ein Reiseproviant mitgebracht. Ja, was hat der Mögli eigentlich für eine Schuhgröße? Hey, wieso kommen Sie eigentlich nicht gerade mit? Ich? Mit Ihnen? Ja, wieso nicht? Mit Ihrer Lady. Stehen Sie doch auf Kriegsfuß. Das Girl ist ein Flop, Koch ist auch ein Hit. Also was soll's? Machen wir den Trip doch zusammen. Sie spinnen doch. Nein, im Gegenteil, das ist eine seriöse Offerte. Wir nehmen Ihren Wagen, ganz Kavalier, Sie am Steuer, ich im Kofferraum. In der Stadt trennen wir uns und in zwei Tagen treffen wir uns in Genf am Flughafen. Da machen wir richtig schöne Ferien. Kosten übernehme ich quasi als Wiedergutmachung. Also. Denkt doch mal, was nur schon kulinarisch auf uns wartet. Oh. Chateaubriand, Sauce Bernays, Hummer, Austern, Schneckensüppli, Maigret de Canard, Filet de Sole. Hör sie auf! Lassen Sie Ihren Sohn ins Geschäft schmeißen. Was können Sie schon verlieren in ein paar Wochen? Eine halbe Million! Die können Sie doch von den Steuern abziehen. Also, Herr Fischer! Sie sind verrückt! Okay, ist ja nur so eine Idee gewesen. Wenn Sie mal auf Bahamas kommen, machen Sie ein Psychli, schicken Sie gelegentlich da dran. Scheiße! Was ist? Schmier, ein Polizeiauto vom Eingang. Jetzt hat der Mögli doch plaudern. Nein, komm, nicht so schnell. Hauen Sie es doch ab! Nein, sind Sie durch, bei uns. Die kommen jetzt da oben, anschauen. Dann bin ich im Bad. Die suchen Sie doch überall. Die suchen gar nicht. Die werden Sie fragen, ob Sie irgendetwas Verdächtiges gesehen haben. Sie sagen, nein, schon gehen Sie wieder. Ich kann das nicht. Sie kämpfen dann nicht einmal! Okay. Okay, dann bitte ich Sie einfach um eine kleine Gefälligkeit. Mhm. Ich warte nicht noch mal im Bunker zurück, bis ich nämlich rauskomme. Bin ich so uralt wie Sie. Aber mit nichts auf der höheren Kante. Also, sind Sie ein Sportsmann, Fischer? Okay? Okay, ich bin ein Sportfischer. Entschuldigung, Herr Fischer. Oh, da ist ein Herr Koller, ein Inspektor von der Kriminalpolizei. Wachmeister. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Guten Morgen, Schwester. Ah, Sie? Nein, nein, Sie stören gar nicht. Er ist auf der Jagd nach dem Fahndig. Ja, nach dem Einbrecher, der ausgebrochen ist. Koller, Kantonspolizei, wir suchen einen gewissen Charlie Krumm. Gefährlicher Mann, vermutlich bewaffnet. Ja, Sie sagen. Ja, vielleicht kennen Sie den Fall aus der Sendung Aktenzeichen XY. Nein, das tut mir leid. Ich schaue eben fast noch fast eine Familie. Wir haben Hinweise bekommen, dass wir den Krumm hier in der Nähe gesehen haben. Also ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Also, gerade gestern hat mir der Herr Gabatuller gesagt, dass aus unserer Küche tatsächlich Esswaren verschwunden sind. Der Herr Gabatuller ist unser Küchenchef. Auch jemand von den Gästen hat ausgesagt, bei ihm seien Süßigkeiten und andere Proviant aus dem Zimmer gestohlen worden. Das gibt's doch nicht. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass auch auf Ihrem Zimmer etwas fehlt? Ausgeschlossen. Ich habe prinzipiell keine Esswaren auf meinem Zimmer. Etwas anderes womöglich? Geld, Schmuck, sonstige Wertgegenstände? Nein, nein, gar nichts. So, wenn die Herren mich einen Augenblick entschuldigen, ich bin gerade wieder zurück. Und dann zeige ich Ihnen gerne noch die weiteren Räumlichkeiten. Wie lange sind Sie schon da, Herr Fischer? Viel zu lang. Schon eine ganze Woche. Meine Frau wird eben auch schon lange gerne mal so eine Kur machen. Ein paar Pfündchen abnehmen. Ist die Diät wirklich so streng, wie man gehört? Haben Sie die Tafeln im Garten nicht gelesen? Bitte den Rasen nicht essen. Aber wie stehen Sie so etwas durch? Das frage ich mich auch, wieso ich schon längstens auf und davon bin. Meine Frau meint nämlich, ich soll auch gerade mitkommen.
Ja, gut, also bitte. Ja, was wollen Sie wissen von mir? Ah, wegen der Diät. Nein, wegen dem wegen dem Aussprechen. Ja, so, ja. Ja, Entschuldigung. Wir haben, wie gesagt, Zeugenaussagen. Dass man den besagten Charlie Krumm gestern und heute Abend auch gesehen hat. Ja, heute auch. Wundern Sie das? Ah, oh, nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Ich wollte eigentlich nur sagen, wie man doch auf Zeugenaussagen nicht gehen kann. Was ja die Leute immer alles gesehen haben. Fliegende Unterteller oder ein Luchse vom Zürichberg. Da haben Sie recht, Herr Fischer. Aber wir müssen dem Zeugs nachgehen, ob es uns passt oder nicht. Sie persönlich haben also nichts gesehen? Nein. Zum Fenster raus? Nein. Oder im Park, um spazieren? Nein, nein, gar nicht. Gut. Geht's da ins Badzimmer? Ja. Das kann man von Ihnen abschliessen, oder? Ja, glaub schon. Ja, halt, nein, das geht nicht. Da können Sie nicht reingehen. Ausgeschlossen. Nein, nein, da ist jetzt meine Frau drin. Ist Ihre Frau? Ja. Sie nimmt das Bad, sie schaumt. Ich habe nicht gewusst, dass Ihre Frau auch da ist. Jawohl. Der Herr Dr. Schlenk hat mir gesagt, Ihre Frau sei in der Dépendance einquartiert. Ja, das stimmt schon, das ist sie auch. Aber der Ablauf meiner Frau ist verstopft. Also von der Badewanne. In der Dépendance. Meine Frau, ihre Dépendance-Badewanne-Ablauf ist verstopft. Darum badet sie doch bei mir. Mein Ablauf ist ja nicht verstopft. Von der Badewanne. Ja, verstehe. Und da wäre ich wieder. Darf ich Ihnen jetzt den Rest von unserem Haus zeigen, Herr Inspektor? Wachmeister. Ach, ja, natürlich. Und da habe ich Ihnen auch noch gerade unseren Prospekt mitgebracht. Oh. Mhm. Ah ja, also, die Preise stimmen nicht mehr ganz. Vielen Dank. Herr Fischer, entschuldigen Sie die Störung. Oh. Ah, Frau Fischer. Das ist der Herr von der Polizei. Ja. Voller Kantonspolizei. Was, Sie sind Frau Fischer? Frau Fischer. Haben Sie gemeint, seine Mutter? Ja. Dann schon eher Tochter. Oh, danke, das ist sehr nett. Ihr Ablauf ist verstopft. Wie bitte? Darf ich 2 Minuten mit dem Herrn Fischer allein reden? Ja, natürlich. Bitte, Frau Fischer. Sie hat doch nichts dagegen. Warum sagen Sie, es sei jemand im Bad, wenn niemand drin ist? Ist niemand drin? Nein. Das ist aber gespässig. Ehrlich gesagt, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Was? Dass Sie so erstaunt sind, dass niemand im Bad ist. Sie haben doch gemeint, es sei jemand drin. Ja. Wer? Eine Dame. Aha. Und, was für eine Dame? Eine hübsche. Hey, das ist anzunehmen, also bitte. Jemand vom Personal. Ah ja. Haben Sie die Dame schon mal gesehen, den indischen Seiltrick machen? Nein, warum? Dann ist sein Abflussrohr durch ab. Oder sie ist zum Fenster raus. Ja, komm. Oder sie hängt noch am Fensterbrett. Der ist tatsächlich offen gewesen. Und die Dame? Ja, die muss zum Fenster ausgeklettert sein. Wenn ich mir vorstelle, dass da unten im Park jemand vom Personal rumrennt. Viertel Blut. Sie müssen sich doch überhaupt nicht vorstellen. Die Dame ist korrekt angelegt. Dann ist ja gut. Tut mir leid, wenn ich ungelegen gekommen bin. Herr Fischer, jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem. Ja? Wenn die Dame, die da zum Personal gehört, korrekt angelegt war, warum hat sie dann vermeiden, dass man die Dame in ihrem Zimmer sieht? Aha, ja, das kann ich Ihnen erklären, das ist doch ganz einfach. Also nicht wahr, weil die Dame da aussen
zum Fenster ausgekleidet ist, da war sie ja völlig angelegt. Aber voran, wo sie noch bei mir im Zimmer war, da war sie eben noch völlig nicht angelegt. Begriffen. Und als sie dann reingekommen sind, hat sie sich nicht so geschwind anlegen und ist mit den Kleidern ins Badzimmer raus. Verstehe. Wie heisst die Dame? Silvia. Ja? Ja, gut, Schwester Silvia. Sehr liebenswürdig, danke. Sie dürfen doch meine absolute Diskretion zählen. Wieder schauen, Herr Fischer. Nicht für ungut. Wow, das haben Sie gewaltig durchgezogen. Ich habe selber geglaubt, dass ich nicht da bin. Warum mache ich das eigentlich alles? Warum? Warum ruiniere ich mich da selber? Wie Sie Fantasie haben, Inspiration. Nein, ehrlich, das war jetzt noch besser als Ihre Hüpfnummer. Wenn sich der jetzt Schwester Silvia vorknöpft, bin ich doch geliefert. Das müssen wir vermeiden, unter allen Umständen. Aber wie? Wir müssen Sie festnageln, damit Sie Ihre Aussage bestätigen. Reden Sie mit ihr, bevor Sie den Kriminalkoller in der Mangel haben. Ich gebe es auf. Ich mache da nicht mehr mit. Im Arsch, machen Sie jetzt schlapp. Wenn es mit dem Girl geklappt hat, hätten Sie ja nicht dürfen schlapp machen, oder? Hey, durchheben, hey! Ja, Fischer, verbinden Sie mich bitte mit der Schwester Silvia. Egal, wo sie ist! Es handelt sich um einen Notfall. Soll ich ihr Gas geben? Silvia, endlich! Oh, ja, Gott sei Dank, Schwester. Lassen Sie, ich bin's. Lassen Sie doch, ich bin's. Lassen Sie, ich bin's. Eddie Fischer. Lassen Sie sich wieder Eddie Fischer. Ich muss mit Ihnen reden, es ist etwas ganz Wichtiges. Nein, Sie ist dringend. Kommen Sie bitte zu mir aufs Zimmer. Aber jetzt gerade sofort. Und Sie sollen den Arsch zusammenklemmen. Und Sie sollen den Arsch zusammenklemmen. Was soll Sie? Sie sollen mit niemandem reden, bevor sie da ist. Sie sollen mit keinem Arsch reden, bevor sie da sind. Ja, ist gut, danke. Was machen Sie da? Ich tue mich verkleiden. Verkleiden? Als Michael. Was für ein Michael? Ihr Sohn natürlich, sicher nicht der Erzengel. Jetzt haben Sie aber endgültig einen Ecken ab. Egal, fassen Sie auf. Wenn Ihre Silvia jetzt reinkommt, stellen Sie mich als Ihren Sohn Michael vor. Lassen Sie mich machen. Sie sagen zu allem immer nur, ja. Okay. Sie spinnen total. Ist manchmal ganz schön. Ich sehe aus. Also, wenn mir jemand prophezeit hat, dass mein Sohn mal so aussieht, hätte ich Pille genommen. Fragen Sie, wer es ist? Wer ist es? Ich natürlich, wenn es schon so pressiert. Ich habe nicht gewusst, dass Sie Besuch haben. Das weiß ja niemand, darum haben wir Sie ja kommen lassen. Gell, du Papi? Ja, ja. Darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen, der Michael? Freut mich. Ich bin Schwester Silvia. Ganz meinerseits, mein Vater hat mir viel von Ihnen erzählt, wie nett Sie sind und wie hübsch. Und dass Sie gut verpflegt. So? Mir hat er immer gesagt, da innen gäbe es nur Quälgeister und Sadisten. Ach, woher? Ich war vielleicht mal ein bisschen hässig, weil ich Hunger hatte. Aber nehmen Sie doch jetzt Platz, Schwester Silvia. Ich habe gerade vorhin meinem Sohn erzählt, was für ein zauberhaftes Mädchen. Was für eine grossartige Frau Sie sind. Oh, danke. Ja gut, warum haben Sie mich jetzt gerufen? So dringend. Also! Papi, erzähl dir die Sache mit dem Polizist. Was für ein Polizist? Vorhin war jemand von der Polizei da und der hat so Fragen gestellt. Was für Fragen? Eben der Schwerverbrecher, der ausgebrochen ist. Haben Sie etwas mit dem zu tun? Also, das ist so. Wo der Detektiv angeklopft hat, habe ich gemeint, es sagt meine Mutter und habe mich im Bad versteckt. Verstecken Sie sich immer vor Ihrer Mutter? Natürlich nicht, aber sie hat nicht gewusst, dass ich da bin und ich habe sie nicht gesehen. Oh. Ich bin sozusagen ein schwarzes Schaf in der Familie. Ich habe nur zu meinem Vater Kontakt. Gell, du Papi? Ja, ja. Er hat eben meine Frau nicht aufregen. Die regt sich ja immer furchtbar schnell auf. Ich weiß. Ich weiß nur nicht, was das alles mit mir zu tun hat. Und ziemlich viel.
Papi, erzähl dir doch, was du dem Polizist erzählt hast. Der hat wollte ins Badzimmer hineinschauen, da habe ich ihm gesagt, meine Frau sei drin im Schaumbad. Und in dem Augenblick kommt meine Frau da zur Tür. Und dann? Und dann hat der Detektiv meine Frau gerade wieder rausgeschickt und ist ins Bad anschauen. Und hat sie gefunden? Mitnichten, als ich die Stimme von meiner Mutter gehört habe, bin ich doch gedürmt. Hopp der Besen zum Badzimmerfenster raus. Sie mögen ihre Mutter nicht besonders. Wir sind noch in der Ablösungsphase. Der Herr Koller. Der Zucker. Der hat natürlich wissen, warum ich ihm gesagt habe, meine Frau sei im Bad, wenn niemand drin war. Ja, das hätte ich sie allerdings auch gefragt. Und dann? Und dann? Ja, dann. Und dann? Dann habe ich dem gesagt, sie sei drin. Und du weißt, ausgeredet. Geht's noch? Aber der Detektiv hat mir versprochen, die Sache sehr diskret zu behandeln. Darum ist wichtig, dass kein Mensch irgendetwas davon erfährt. Sollte sie den Polizier also ins Verhör nehmen, sagen sie, sie seien im Bad gewesen und zum Fenster aus ab. Wieder völlig abgelegt. Was? Wieder völlig abgelegt. Mein Vater hat bestätigt, sie seien nicht mehr blut gewesen. Sehr rücksichtsvoll. Darf ich vielleicht auch wissen, warum ich zum Fenster ausgeklettert bin? Sie haben den Dr. Schlenk gehört und meine Mutter. Ich soll also die Polizei anlügen? Ja! Ah, dann soll ich also nicht Wahrheit sagen? Nein! Dass ihr Sohn bei ihnen war und dass sie in Panik geraten sind wegen ihrer Frau? Nein! Sind Sie sicher, dass Sie mir alles erzählt haben? Ja! Ja. Nein! Entschuldigung, wenn ich schon wieder störe, ich suche die Schwester Silvia. Das bin ich. Aha. Ich habe noch halb gedacht, ich finde sie da. Sie ist nur gekommen, um mich an meine Darmspülung zu erinnern. Während denn Sie Ihre Darmspülung, kann ich vielleicht mit der Schwester Silvia allein reden? Bitte? Wenn Sie meinen. Koller, Kantonspolizei. Sollten Sie nicht spülen? Mal, mal. Ich nehme an, der Herr Fischer hat Ihnen gesagt, warum ich mit Ihnen reden. Er hat nur gesagt, ich soll Ihnen sagen, dass ich vorhin in diesem Zimmer war. Und? Sind Sie gewesen? Ja. Dann darf ich fragen, was Sie da Ihnen gemacht haben? Was hat der Herr Fischer gesagt, was ich gemacht habe? Das ist jetzt nicht gerade die Methode, wie die Polizei vorgeht. Wenn Sie mir eine ehrliche Antwort geben, wäre das... Wenn Sie mir eine ehrliche Antwort geben, wäre das sicher von Vorteil. Also gut! Hat Ihnen der Herr Fischer einen unsittlichen Antrag gemacht? Mehrere. Was, heute Nachmittag? Da in dem Zimmer? Ja. Und? Was ist denn passiert? Dann hat es an die Tür geklopft. Ja, und was haben Sie denn gemacht? Ich habe meine Kleider genommen und bin im Badzimmer verschwunden. Und was haben Sie im Bad draussen gemacht? Dort habe ich die Stimme von meinem Chef gehört und dann bin ich zum Fenster rausgeklettert. Ja, machen Sie das immer, wenn Sie Ihren Chef hören? Nur wenn ich nichts anhabe. Außerdem habe ich noch eine andere Stimme gehört. Das war Frau Fischer. Das habe ich nicht gewusst. Oder habe ich das gewusst? Glaube nicht. Und dann sind Sie zum Fenster rausgekumpelt? Ja. Ziemlich hoch. Es hat ein Blumenbeet unten dran. Das genügt mir vorläufig. Danke für die Auskunft. Bitte gern geschehen. Ich hoffe, Sie verwünschen die Richtung. Ich hoffe, Sie auch. Oh! Sie sind sensationell gewesen. Ein Vollprofi. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der mich so verarscht hat. Wenn
Sie das sagen, dann ist das sicher ein Kompliment. Wie meinen Sie das? Ich meine, Sie sind gar nicht der Sohn von Herrn Fischer, sondern der Ausbrecher, der gesucht wird, der Charlie Crum. Okay, okay, ich bin der Charlie Crum, aber. Mein richtiger Name ist Michael Fischer. Für meine beruflichen Aktivitäten habe ich mir ein Pseudonym zugetan. Schon aus Rücksicht auf Mami und den Papi. Ich habe doch gesagt, dass ich schwarz Schaf bei der Familie. Ich habe nur nicht gesagt, wie schwarz. Sie wollen aber nicht behaupten, der Herr Fischer sei wirklich Ihr Vater. Ja, Sie glauben doch nicht, dass mein Vater einen wildfremden Gangster da im Zimmer versteckt hat. Ich kenne den Liebling von Papi, aber der Michael hat auch gern. Übrigens, mein Vater haltet sehr viel von Ihnen. Und er hat Sie gebeten, bei mir ein gutes Wort für ihn einzulegen. Ja, es geht ihm nicht gut. Und er meint halt, Sie könnten ihn wieder aufrichten. Er sucht kein Abenteuer, er sucht etwas Festes. Und ehrlich, Silvia, ich könnte mir auch Sie als... Michael, bist Mami! Ja, bitte. Ist er fort? Ja, ja. Er ist fort. Gott sei Dank. Das war ein richtiger Albtraum. Du, wenn es dir verwünscht, bringt er sicher alles aus. Was soll denn der jetzt noch ausbringen? Dein Handel mit dem Bauland, wo kein Bauland ist. Komm, vergiss das, er sagt garantiert nichts. Und deine Schwester Silvia, traust du der? Jolanda, jedes Mal, wenn du da reinkommst, bist du misstrauisch. Eduard, jedes Mal, wenn ich da reinkomme, ist ein Verbrecher oder eine Frau bei dir. Das ist doch alles reine Zufall. Wirklich. Schau, Goldkäfer, du bist nervlich einfach noch nicht stabil. Bleib noch eine Woche da und hol dich. Das würde dir so passen, ich da und du alleine heim. Und eine gewisse Schwester Silvia hat die Nachtwache. Kannst denken. Ich bitte dich. Schwieg! Katzen, Ross, heben mich da zurück, nach allem, was passiert ist. Hast du fertig gepackt? Die grossen Koffer sind schon alle drinnen. Sonst vergesse ich mein Leben lang nie, was wir da durchgemacht haben. Wir? Ich? Ich musste doch aushalten mit dem Typ zwei volle Tage rund um die Uhr. Eins Joghurt für zwei. Eine halbe Orange, ein halbes Knäckebrot, das Bachen hat aus Granit und aus Vogelkörnern. Halb die Polizei vom Hals, sind wir mit der Angst, da haben wir noch Stämmisen auf den Kopf. Und jetzt jammerst du, was du jetzt durchmachen musst. Eddie? Ja. Fühlst du dich stark genug zum Fahren? Ja, aber sicher. Sonst fahre ich. Du meinst aber nicht im Ernst, ich hätte das alles überlebt, um dich fahren zu lassen. Gang voraus, ich muss noch ganz schnell telefonieren. Ich warte nicht im Auto. Warte lieber in der Hotelhalle und ich fahre mit dem Wagen vor der Eingang. Wenn ich zu dem Haus aus bin, fällt mir ein Stein vom Herz. Ja, das sollst du dankbar sein, bist noch mal ein Kilo leichter. Du aber auch. Ich? Wieso denn ich? Jetzt weißt du wenigstens, dass du ein gesundes Herz hast. Wenn es nicht in Ordnung wäre, hättest du all die Aufregungen nicht überlebt. Ich habe ja immer gesagt, sei ein Simulant. So, Herr Fischer, haben wir schon alles gepackt? Alles fertig, jawohl. In dem Fall auf Wiedersehen. Und solltet Sie wieder mal Lust haben auf Zitronenwasser und Geissenjoghurt, Sie kennen ja unsere Adresse. Und das wäre meine, falls Sie sich wegen dem Wöligli gleich noch sollten überlegen. Oh, danke. Bitte, bitte. Alles Gute und noch herzliche Grüße an Ihren Sohn. Haben Sie das gesehen? Die hat dir ein Kärtchen aber sorgfältig versorgt. Wenn es mit dem Girl doch noch hält, schicken Sie mir eine Nachricht. Ich schicke Ihnen meine Frau. Okay, packen wir es. Ist Ihr Gepäck schon drin? Alles bereits im Kofferraum. Ja, hat es noch Platz für mich? Bitte sehen, ist ein 600er mehr. Ah, eine Nummer? ZH105 230, er steht im Hof. Okay, ich verschwinde jetzt aufs Badzimmerfenster. Ganz mal 3 Minuten. Ist der Kofferraum off? Selbstverständlich. Sobald Sie mit Ihrer Frau im Wagen sind, sofort abfahren. Sie haben keine Ahnung, dass Sie im Kofferraum einen blinden Passagier haben. Wenn Sie daheim in der Garage sind, verschwinde ich klammheimlich. Geschnallt. Aber sicher. Ja. Also dann. Warum verstecke ich mich eigentlich? Ja, bitte! Ja, kann mich noch verabschieden, Herr Fischer.
muss sagen, Sie sehen ja blendend aus, richtig erholt und topfit. Das bin ich auch, absolut. In dem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Heben Sie sich Sorge und achten Sie weiter auf Ihre Ernährung. Und wenn Sie wieder einmal Erholung suchen... Gar nicht auf den Alp, dort hat es geheissen. Was ist das gewesen? Ich weiß nicht. Vermutlich das Badzimmerfenster. Ich kann es eben nicht können ganz zumachen, weil der Verschluss hat geklemmt. Nicht gut, hä? Und Augenblick, Entschuldigung. Ich habe bis jetzt überhaupt keine Gelegenheit gehabt, Ihrem Personal ein Trinkgeld zu geben. Ja, das ist sehr liebenswürdig, Herr Fischer. Herzlichen Dank. Ich muss sagen, der Aufenthalt hier in Ihrem Haus war sehr kurzwillig, Herr Dr. Schlenk. Schlank? Nein. Schlenk, natürlich. Kennen Sie bei Ihrer Kostschrift das ein bisschen? Also, wenn Sie wieder mal einen grossen Service nötig haben, dann bringe ich Ihnen mein Auto. So, ich muss gar meine Frau warten tun. Bitte? Ja. Oh, Herr Fischer, das ist ja Monopoly-Geld. Mit dem können Sie nicht viel anfangen. Da kommen jetzt gar nichts über. Nein, jetzt fährt der ohne mich ab. Scheissdreck, das darf doch nicht wahr sein. So, Herr Mögerich, dann wäre das jetzt Ihr Zimmer. Endlich. Ich hoffe, Sie fühlen sich da noch wohler für die letzte Woche. Keine Frage. Das ist etwas anderes wie mein Küngelkasten. Ich kann Ihr Gepäck gerade überbringen. Man dankt, man dankt. Das gehört, glaubt Ihnen. Man dankt. Das muss dann aber lange bis zum Mittag, gell? Sorry, Schatz. Ja, hat er da noch eine mitteilen, dass ich zügelt habe? Der Löli Fischer ist endlich abgereist. Jetzt hat er sein Zimmer übernommen. Ja, kein Vergleich. Viel schöner. Und wesentlich grösser. Wesentlich grösser. Ja, du, so viel Platz für mich ganz alleine. Allein? Da wäre ich nicht so sicher.